Moin moin und herzlich willkommen hier zu Skull, The Hero Slayer. Wir haben letzte Folge eine Menge Leute gerettet. Sind die jetzt auch alle hier? Keiner hier. Also sind die nur für den Moment dann, oder wie? Also ich dachte, das wäre hier wie er, hier mit seinem Köpfchen. Ja, der Taschendieb, beim Angreifen, okay. Aber er hat einen Meuchelangriff, ne? Das heißt, er hat einen anderen Angriff. Nicht ja, Geld wegwerfen. Sondern erstens haben wir eine 10%ige Chance, dass wir 3 Geld nur durchs Angreifen, nicht durch Töten, sondern pro Angriff. Und schwenkt sein Dolch, während er unverwundbar ist und verursacht physischen Schaden. Erhält 2 Gold von betroffenen Gegnern. Okay, also ständig einsetzen, alles klar. Let's go! Ich bin ein Taschendieb. Oh, warte mal, wir haben 60 Dinger, sehe ich da gerade. Ja. Wir haben 60. Oh, Alter. Na, piep, piep, piep. Ja, für 60 kann man ja auf jeden Fall mehr Schaden leisten, ne? Komm. Let's go, wir haben jetzt gar keinen. Alles null. Hier, 0, 0, 0, 0. Ja, tschüss, ich geh dann mal weg. Boom, hier kriegen wir direkt einen neuen Kopf. Moin, moin. Pam, puh, hau, da fliegt das Gold. Guck mal, noch mehr Gold, 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 Gold. So viel Gold. Pap, 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 pap. Was ist hiermit? Warum kann ich das nicht einsammeln? Verarschen? Hä? Hier, warum steht da eine 1? Was hat denn? Aua. Geil, 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 aua, aua, aua. Tschung, tschung. Gold. Krieg auch von denen Gold? Nee, ne? Dann würde ich ja hier jetzt einfach mal eine Stunde lang so machen. Aua. Was ist das? Eine LP-Barriere? Tschung. Gold, 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 Gold. Wir brauchen Gold, so viel Gold, yeah. Ich weiß nicht, ob das viel Gold ist. Yeah, das kann ich schon wieder nicht einsammeln. Was ist da los? Meuchel, Meuchel. Raus aus unserem Land. Geh du doch raus aus meinem Let's Play. Kann ich jetzt was noch einsammeln? Ja, ja, komisch. Warte mal. Der Meuchelangriff. Achso, 2 Gold. Okay. 2 Gold immer. Wenn ich treffe, 2 Gold. Ich bin der Taschendieb. Hey, wir müssen da wieder hoch. Aua. Wer heilt mich eigentlich schon wieder? Ich wurde doch schon jetzt eine Menge getroffen. Wir kriegen Leben. Wir kriegen von Gegnern Leben. Verringert den Schaden. Ja, das ist schön. Diese schwarzen Dinger. Das ist Leben. Bam. LP-Barriere. Wee. Boing. Boing. Schnauze hier. Pam. Zack. Kämmer. Hi. Muss das Türmchen hier kaputt machen. Was bist du denn? Eine Kindermahlzeit? Ein Happy Meal. Hier ist nix, da ist nix, da ist nix. Und mit dir zu reden, das bringt gar nichts, ne? Schön, dich kennenzulernen, ja.
Okay, hier haben wir wieder diese komische Dingsen. Uraltes Räuchergefäß. Verringert die Abklickzeit von Essenzen um 50, erhöht Leben. Und wir kriegen... Ja, aber wir haben noch gar keine Essenz, ne? Deswegen macht das irgendwie wenig Sinn, aber wir kriegen halt 10 Leben mehr. Ja, 10 Leben. Plus die 35 Leben, also 45 eigentlich, ne? Reicht das für beides? Ja, es reicht für beides, ne? Wir können uns das holen. Und das holen. Alles klar, let's go, weiter geht's. Oh, jetzt kommt schon wieder irgendein Abenteurer. Oh, meine Mann. Wahrscheinlich werden wir verlieren. Wer bist du? Ach, du bist ja irgendwie. Bleib, wo du bist. Ah ja, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Ah, Entschuldigung. Ah, Entschuldigung. Aua. Ich bin aber auch schon wieder echt des Todes dumm hier. Pam. Aua. Oh. Stimmt, da muss ich ja rüberspringen. Mann! Stirb doch einfach! Ah, wir haben ihn besiegt. Ist doch kaum zu glauben. Gerade so noch. Der Rekrut durch sich gedrückt halten wird gehört. Ja, und wenn er vollständig aufgeladen ist, wird er Angriff verstärkt. Ist das der Soldat in Rüstung steht hier? Beschwört einen bewaffneten Soldaten. Der bewaffnete Soldat schlägt mit einem Hammer auf den Boden und verursacht Schaden. Der klingt ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ein Zwerg. Fertigkeit des Handwerkers. Wenn du diese Essenz verwendest, beschwörst du einen 10 Sekunden lang einen magischen Technologieturm. Der Turm feuert auf Gegner, die sich vor ihm befinden und verursacht Zauberschaden. Wenn der Turm angegriffen wird, erhöht sich sein Angriffstempo 2 Sekunden lang um 50%. Wenn der Turm einen Gegner 300 Mal angreift, wird die Essenz zur Essenz des Schwergenkönigs. Erhöht noch mal Erleben. Aber die Essenz ist schon geil, die nehme ich. Hi, ich habe leider immer noch keine Knochen. Was soll ich machen? Pum. Pam, hier ist das Türmchen. Aua. Warum habe ich gewechselt? Ich wollte doch gar nicht wechseln. Ich wollte eigentlich meucheln. Und Scheiß. Schang! Hm? Wo leben? Peng. Cool. Dankeschön. Händler, ja, eigentlich muss ich hier schon wieder Leben holen, ne? Ja, ich kann mir auch nichts anderes leisten. Durchgedrückt halten. Okay, warte mal. Erstmal den Kopf wechseln. Und dann snacken wir uns das. Wird die B
Bündelung eingeleitet und der Angriff bei vollständiger Bündelung verstärkt. Angriff, Sprint werden als Angriffe gesehen, die Starrungszeit wird erhöht. Aufeinanderfolgende Sprints sind nicht möglich. Und führt einen Hieb nach oben aus, der Magieschaden verursacht. Gegner, die mit Wänden kollidieren, nehmen zusätzlichen Schaden. Bam. Batsch. Bam. Also, ich kann zweimal so wum wum machen. Was ist das denn? Heia! Einfach one-hit. Pam, pam. Alter Falter, du bist ja mal stark. Pam, pam. Batsch! Boom. Zack, zack. Aha! Auge des Sphinx! Verringert Schaden durch Fallen. Und erhöht den Magie. Und Mana-Tech. Mana-Tech ist, glaube ich, neu, ne? Erhöht das. Oh, jetzt haben wir schon 50%. Lässt ein Mana-Tech-Teil fallen, wenn die Fertigkeit verwendet wird. Wann immer Mana-Tech-Teile erhalten werden, verringern sich die Abklingzeiten um eine Sekunde. Mana-Tech? Pum, pum, pum. Einfach weg. Zack. Voll gegen die Wand. Bam, bam. Was ist das denn? Ein Mana-Teich. Ching. Nee, da lebt irgendwo noch einer. Ja, wo lebt da noch ein Gegner? Aua. Da. Autsch. So, 1700. Wir haben schon wieder keinen Händler vor uns. Das ist doch nicht... Ist doch nicht wahr. Gibt's nur zweimal den Händler, ne? Aber diesmal haben wir Kanone und alles. Diesmal machen wir ihn weg. Und wir haben ja auch noch den Schlag. Wir dürfen uns nur nicht treffen lassen. Das ist einfach wichtig. Nicht treffen lassen. Ja, nicht treffen lassen, habe ich gesagt. Was ist das? Nicht treffen lassen. Was versteht er daran nicht? Na Mann! Es geht nicht anders. Man kann sich nur treffen lassen, Leute. Ich versuche mein Bestes, hier nicht getroffen zu werden. Ich habe nur noch ein Leben, Kinnert. Oh oh. Mann!
Vor allem, wie viele Zehner sehe ich hier? 10 Minuten, 10 Tode, 10 Gegner besiegt, ein Abenteurer. Also ich sehe nur 1 und 0. Computersprache. Wir sehen uns nächste Folge aus rein. Bis dann. Tschüss, lass ein Abo da. Ich mach mich freuen.